Hallo und ein herzliches Willkommen zurück, meine lieben Freunde, hier zu Ark Evolved Survival, back in action. Ja, dieses Mal bin ich alleine, ja, denn Nick ist ja nicht in der Nähe, sondern zockt daheim. Und ja, heute werden wir ein bisschen Fleisch jagen gehen, mit unserem Broken Hand, unserem Kanu. Die fliegen weg mit dem Adler. Mann, mal, unglaublich. Schauen wir mal. Wir brauchen ein wenig Fleisch. Und ich hänge hier am Flugsaurier. Ist ja natürlich prima. Wie immer müssen wir unsere Tiere hier Fleisch holen. Muss auch mal sein. Und daher. Wir brauchen Fleisch. Ganz viel Fleisch. Bären kriegen wir ja auch ziemlich schnell. Also alle 2 Tage holen wir normalerweise Fleisch. Einfach, dass die Tiere nicht irgendwann verhungern. Und am schnellsten geht's natürlich mit dem lieben Kano. Der macht einen auf Rambo. Der Kano. Der bringt alles so schnell um. Der ist ja fast schon Level 70. Ja. Guck mal, Kackabolle. Hey! Yam yam. Der andere. Oh, jetzt rennt er erst weg. Hey, Dickerle! Oh, warum wollte ich nicht zerstören? Seh nix. Ach, der ist schon weg. Mann, hey. Bäume, die verdecken alles. Mann, so uncool. Ja, ist leider ein scheiß Platz zum... Egal. Der Kano hat ja auch 2 Angriffe. Einen für die größeren und einen für den kleineren. Da kann er besser zuhauen. Für die kleineren Geschöpfe. Aber ich glaube... Oh, da ist das Schwein. Psst. Hey, Dicker! Oh, jetzt haben wir ihn getötet. Wir sind so böse. Für die kleineren Geschöpfe kann er nämlich von unten nach oben schlagen. Eigentlich ziemlich praktisch. Aber eigentlich bin ich auf der falschen Seite. Oh mein Gott. Was natürlich... hier, Dodo, guck. Zack! So haut dazu und so kriege ich dann auch die Donus tot. Mit der anderen Attacke triff ich nicht ganz genau. Oder auch für die komischen Käfer, die es ja hier so rumschwirren. Die Flugkäfer und so. Ist das ganz praktisch. Und ihr seht, ich kriege ja echt jede Menge Fleisch. Ich kann eigentlich alles umbringen. Also es gibt, glaube ich, keinen Dino, das mich eigentlich nur umbringen kann. Es kommen jetzt 3 T-Rexe oder so. Der wird mich wahrscheinlich nur umbringen, aber so jetzt Triceratops oder so. Psst. Interessiert doch keine Sau mehr. Also gegen 3 Triceratops oder so. Lache ich. Da lache ich. Dodo. Weg ist Dodo. Dodo ist weg. Ja, das Problem ist halt mit ihm. Im Wald darf man nicht farmen. Sonst... sieht man nix. Aber was ist hier eigentlich los? Hier sind so viele Dodos. Normalerweise sind hier so viele Raptoren. Irgendwie. Wir sind so böse. Wenn ich was sehen würde. Ich sehe nur nichts. Hallo Bäume. So. Das sieht man noch weniger. Aber man sieht was. Das ist wenigstens etwas. Viel sieht man nicht, aber die Ansicht ist halt cool. Wie man halt wirklich auf Dino hocken würde. Schon cool. Das haben sie echt nice gemacht. Ja, Fleisch. Das... was liegt da für ein riesiger Vogel, hey. Und der wurde nur groß gemacht, obwohl er so klein ist. Jetzt haben sie wahrscheinlich die komischen Käfer zurückgepatcht. Oder besser gesagt, weniger davon gemacht, weil die waren ja wirklich überall. Wow, Level 45. Ach, komm her. Jetzt komm her. Ich will dich fressen. Ich hab dich zum Fressen gern. Ich hab dich zum Fressen gern. Ey, nicht abhauen. Ich hab dich doch zum Fressen gern. Wie ihr seht, selbst wenn die Level 45 oder so sind, lass mal einmal kacken.
kann man das locker, locker, flockig umbringen. Oh. Damit die Lofo. Das war der die Lofo. Baumfeld. So, ja. Eigentlich ganz schön nice. Vor allem kriegt man auch von den Lofos 5 Fleisch. Was man normalerweise eigentlich nicht kriegt. Sonst kriegt man ja meistens ja nichts. 4 Fleisch zum Beispiel jetzt hier. Also ich hatte oft so, dass ich einfach von denen gar nichts krieg. Das ist ein bisschen schade. Boah, Level 52. Die Level gehen hier ziemlich aufwärts. Das liegt auch daran, dass wir echt hochlevelig sind. Also zum Beispiel, ich bin ja fast Level 40. Dann Ben ist ja schon 60 rum. Sako ist ja auch da so um den Level rum. 40, 45 müsste jetzt bald sein oder so. Wir sind ja hier eigentlich einer der aktivsten Spieler. Und bauen ja natürlich auch fleißig. Und leveln schön. Ja, mehr Fleisch. Einfach mal angerannt. Meint. Nichts kann mich umbringen. Ich bin der Beste. Ja, ich glaube, ich gehe gleich mal unten vorbei. Schon, die haben da wieder schön gebaut. Schön groß. Die Gerd auch die Hütte weitergebaut unten am Strand. Von daher eigentlich ziemlich nice, wie weit die sind. Die haben unten auch bei der Brücke, die Brücke ist jetzt fertig, haben sie ein Tor hingebaut auf der anderen Seite. Also auch viel gemacht und viel ist passiert wieder. Muss ja sein, jetzt wird es ja irgendwann langweilig und man kommt nie voran. Gib mir dein Fleisch, Fleisch, Fleisch. Oh Mann. Ja, mit dem T-Rex könnte man natürlich auch farmen gehen, nur der T-Rex hat einen Wendekreis wie ein LKW. Oder auch, wie man im letzten Part gesehen hat, unser Alligator hat auch so einen Wendekreis wie so ein LKW mit Anhänger. So, wir haben eigentlich schon jede Menge Fleisch gesammelt, aber wir brauchen mindestens. Mindestens sammeln wir immer 200, na... Mehr eigentlich, wir haben ja jetzt schon 20, 40, 60, 80, 100 und 20, 40, 60, 80. Haben wir schon 200. Meistens so 400 bis 600 Fleisch. Machen wir eigentlich normalerweise. Also, das ist ja kein Thema. Geht ja schnell. Das finde ich gut. Da wollte ich euch einfach mitnehmen. Bis ihr, wie ihr seht, wie der Kanu alles erledigt. Einfach auf die Reise. Auf die Reise. Normalerweise renne ich drüben auf der Insel einmal rum. Und habt ihr gleich Fleisch, Fleisch, Fleisch. Und das werden wir jetzt auch nochmal tun. Denn wir brauchen noch ein Wengle Fleisch. Dann wollen wir ja demnächst mal auch endlich in der Höhle gehen. Das werde ich auch endlich irgendwann machen. Aber wann? Ist halt noch the question. Ich weiß es noch nicht. Denn dann müssen wir schon gemeinsam in die Höhle gehen, weil es echt, echt krass wird. Da, wenn man da reingeht, weil sonst natürlich alles zu schwer ist, dass viele Gegner da sind. Von daher Fledermäuse, alles rum und dran. Muss man das natürlich auch mal tun. Komm her! Ich fress euch alle! Ich bleib hier stehen. Ich bring euch alle um. Ja! Ja! Fleisch! 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 Und das waren jetzt 4 Triceras und das hat mich nicht interessiert. Nicht mal meine Ausdauer hat es interessiert. Deswegen, weiter geht's! Den Stego jetzt erlegen! Nehmen wir gerne mit. Ich beiße dich! Yep. Yummy! Yummy! Fleisch! Oh, ja, schreiben sollte man halt können. Das ist halt schon eine Kunst. Yummy, yummy, Fleisch. Yummy, yummy, Fleisch. Nehmen wir gerne mit. Und der Tunnel hier. Hey, lass mich in Ruhe. Ich mache nur hier sauber. Bring nur den Müll raus. Die müssen ja, sie hätte ja, wir haben das Tor gemacht und haben schon eine Wand gezogen, da werden sie wahrscheinlich hier alles rumrum durchziehen, damit hier es auch cool aussieht. Ey, ich
hänge fest. Ich hänge wirklich fest. Ich glaub's nicht. Ich hänge im Tricera. Yummy, yummy. Wir bringen hier echt alles um und da sieht ja, wie schnell es eigentlich geht. Ein paar Dinos töten. Und schon ist alles in Ordnung. Hey! Yummy, 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 yummy. Ich mache irgendwann einen Fleischmarkt auf und verkaufe das ganze Fleisch. Und werde der Fleischinator oder so. Yummy, yummy. Thaddeus, bleib drinne. Ist schon tot. Oh. Kommst du her? Die wollen mir da drüben helfen, aber braucht er natürlich nicht. Alles kein Ding für den King. Für Broken Hand. Der macht sie kaputt mit seiner Broken Hand. So, Dodo. Oh, armes Dodo. Schildkröte, Schildkröte, Schildkröte. Bringen wir natürlich auch um. Natürlich geht es noch mit dem T-Rex auch ziemlich schnell. Passt schon wahrscheinlich sogar noch schneller, da sein Angriff auch ziemlich hoch ist. Und wahrscheinlich mit einem Megalodon, mit so einem Hai, der hat auch einen hohen Angriff. Denk mal, dass man, ich sehe nichts, dem auch ziemlich krass Fleisch fahren kann oder wenigstens Fische umbringen kann. Weil Haie ja in dem Sinn auch viel Fleisch bringen. Und wenn man mit Haien Haien umbringt, ich denke mal, es wird auch viel Fleisch geben. So, jetzt schauen wir mal, wie viel Fleisch wir haben. Oh, ja. Was natürlich auch schön ist, Heiz sammeln wir hier viel auch. Jetzt über 200 schon. Also von der voll krasse Scheiße. Und wir bringen dich nicht um. Verdammt. Bringen dich um. Boah, der überlebt es voll. Manno, ich wollte dich umbringen. 18. 18 Fleisch. Und, oh, guck mal, ein Ei. Sicher vom Delofo, oder? Die mache ich kurz auf Enable Following. Es ist ein Trike. Haha, komm her. Lebt er überhaupt noch? Jetzt kommt er gleich angerannt. Bringt alles um. Komm her. Dich will ich essen. Komm her, dich auch. Und ihr seht, ich muss eigentlich keine Angst haben, dass mich irgendwas Schaden zufügt. Ja, müssen die Angst haben, aber die greifen ja mich an, wie so kleine Cheeks. Oh, diese Schildkröten. Wir haben sogar jetzt ein Ei. Ich glaube es nicht. Eigentlich gehe ich hier hoch immer auf eine Runde und das war es eigentlich groß, aber ich denke mal, das Fleisch wird jetzt erstmal reichen. Aber ein bisschen Jagd. Hey, ich hänge zwischen Bäume. Mach mal die Bäume weg. Immer diese Bäume, die im Weg stehen. Ja. Und da oben fliegt die Niki. Die fliegt immer noch weiter. Die bauen hier fleißig. Schön weiter. Sind das eigentlich... Ach, das sind unsere. Ich denke doch gerade. Die chillen da. Vor der Hütte. Haben wir ein bisschen aufgeräumt. Bisschen sauber. Werden wir jetzt nach Hause gehen. Ist das ein Fisch? Nein. War doch nur ein Stein. Ich weiß nicht, was das hier werden soll, dass hier so viele Dings sind. Jetzt gehen wir kurz die ganzen Dinos durch. Geben dann ein bisschen Fleisch. Nehmen wir kurz mit. Boah, ein bisschen Fleisch. So. Na, wie geht's euch? Lange nicht mehr gesehen. So, du kriegst ein bisschen Fleisch. Wir haben ja im letzten Part ja noch den Megalodon getamed. Der ist auch fertig geworden. Ja, wir haben Megalodon. So, was kriegt der Schöne hier? Er kriegt nochmal ein bisschen Stamina. Und er ist auch schon ein Tier. Ein Tier ist der. Ja, der liebe Ben hat auch ein Boronto getamed. Der High Tower Level 64, schon krank. Wie hoch Level sind. Echt krass. Und Kano hat auch schon sich geholt. No. Level 13, der Shorty. So, wir füttern hier noch die zwei Kollegen hier. Crocodile hat auch noch ein Ei gelegt. Ah, er hat auch ein Ei gelegt. Voll toll. Und der zweite Megalodon. Hier hinten. Ja, wir müssen ja gucken, wie wir das machen. Weil
die Megalodons können leider hier nicht rüberschwimmen irgendwie. Ich weiß nicht, ob es daran liegt, dass sie keinen Sattel dafür haben, dass sie nicht von alleine darüber schwimmen. Oder weil sie einfach zu dick sind. Ich weiß es nicht. Das müssen wir nachgucken. Auf jeden Fall wollen wir natürlich nach einer Zeit alle Dinos mindestens zweimal haben. Mindestens. Manche natürlich mehrmals. Müssen wir gucken. Das verdorbene Fleisch nimm mal mit. Du kriegst Stamina. So, dann, Dickerchen. Wir müssen kurz noch hoch deine Kollegen füttern. Ja, und natürlich hat Niki hier alles violett angemalt. Oh, warum? Wieso violett? Oder soll das blau sein? Soll blau sein, oder? Egal. In der Sonne schimmert das violett. Das ist nicht schön. Ja. So, jetzt rennen wir einmal in, da hoch, tu dein Kollegas. Und dann werden wir mal schauen, ob die verhungern, ob die noch Fleisch haben oder nicht. Aber soweit ich weiß, haben die auch nicht mal wirklich was, wenn überhaupt noch ein Fleisch. Ja, ja, ein bisschen Fütter, Fütter. Müssen wir tun. So, Meister, du hast natürlich auch nichts mehr. Dann wirst du was kriegen. So, dann brauchen wir noch ein bisschen Fleisch, Fleisch, Fleisch. Einmal, wir nehmen einfach mal alles. Das nehmen wir rüber. 40 darfst du behalten. Für deine krasse Arbeit. Er hier, der Kleine, auch schon hochlevelig. Du kriegst 18 Fleisch, das reicht dir. Level machen wir jetzt unbedingt nicht. Der Rexy Bexy hat natürlich kein Fleisch mehr. Du kriegst wieder Fleisch. Du kriegst deinen Melee Strike hoch. Ja, hat natürlich auch schon ein Ei gelegt. Da drüben, das sind Pflanzenfresser, die brauchen kein Fleisch. Wie sieht's mit dir aus, Scorpion? Du hast noch, aber du kriegst ein bisschen. Ja, nee, so viel brauchst du auch nicht. 40 kriegst du, der ist ja nur verdorbenes Fleisch. Du kriegst ein bisschen Mini-Strike hoch. Natürlich müssen wir nachher noch Bären sammeln. Und natürlich Meister Adler. Mein Adler! Kriegt auch noch ein wenig Fleisch. So, und was kriegst du hoch? Melee Damage, ja? Gut. Dann haben wir hier alles. Du kannst Pause machen. Nein, ich will nicht sammeln. Du darfst hier Pause machen, darfst wieder chillen mit deinen Jungs. Und wir werden auch ein bisschen Fleisch braten gehen und wird dann sagen, das war's mit dem Part für heute. Einfach ein bisschen farmen, Fleisch holen und Co. Unser Rapido, unser Velociraptor sollte auch mal wieder Fleisch kriegen. So, hast du wenig Fleisch? Und der andere Velo kriegt natürlich auch. Aber der hat hier eigentlich auch ab 40, 40 Spoiled Meat. Immer toll. Ha, wir sollten mehr Spoiled Meat verwenden. So, wir machen uns jetzt was Schönes auf der Grill. Nehmen wir mit, nehmen wir mit. Der Quid, nimm mit, Grille, Grille. Ja, unser schöner Kühlschrank, nur verfaultes Fleisch. Das ist doch auch schön, oder? So muss es laufen. Verschön, verfaultes Fleisch, überall drinne. Keratin haben wir wenigstens ein bisschen gesammelt. Leder haben wir ein bisschen gesammelt. Läuft doch, läuft doch. Ja, Leder haben wir eine Menge. Brauchen wir auf jeden Fall später für die Sattel. Ganz wichtiges Ding. Ich weiß nicht, wo es das Keratin jetzt hingemacht hat. Nein, ich weiß es nicht. Wieder umgebaut. Oder wahrscheinlich hier reingeschmissen. Hier reingeschmissen. Ja, natürlich hier reingeschmissen. Ja, Spark Powder könnten wir auch wieder mal langsam machen. Spark Powder bräuchten wir Steine. Haben wir überhaupt noch Steine? Das Leder. Stein müsste hier drin sein. Nee, nicht wirklich viel Stein. Müssen wir auch wieder sammeln gehen für Spark Powder. Spark Powder. Dann können wir den Kühlschrank länger haltbar machen. Ich mach erstmal hier kurzes Spark Powder fertig. Zack, 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 zack. Einmal mitnehmen. Machen wir das in den Kühlschrank noch. Damit der Scheiß länger hält. So. Und das Strike Egg werde ich auch gleich zurückbringen. Oder lege ich das? Kriegst du hier rein, Grunhilde. Kriegst du noch mein Egg. Und passt. Gut, dann würde ich sagen, das war's mit dem Part für heute. Ich hoffe, es hat euch gefallen. So ein bisschen rumlaufen, ein bisschen Fleisch sammeln.
wie ihr seht, geht es mit Meister Kano natürlich viel schneller. Und wenn er das natürlich auch macht, macht es einfach auch, wenn ihr Kano habt. Wenn ich holt euch ein, es lohnt sich auf jeden Fall, ein Kano zu haben. Dann würde ich sagen, lasst einen Daumen nach oben, einen Kommentar und bis zum nächsten Mal. Ciao.